Hallo, willkommen zu Hause zum Torwarttraining. Hallo Fabian. Hallo Ferdinand. Hallo Jungs, hallo Mädels, hallo Mamas, Papas, Omas, Opas, alles was dazugehört. Wir haben heute eine neue Übung für euch und zwar ein Koordinationsfußballer-Torwart-Viereck. Ja? Es ist wirklich unglaublich, was man mit einem Viereck alles machen kann. Wir wollen euch heute wieder ein paar Beispiele dafür geben, wie ihr mit einem recht simplen Aufbau eigentlich eine Menge machen könnt. Schwerpunkt ist mal so ein bisschen Koordination im Großen und Ganzen. Es geht viel um Hand und Auge, aber es hat auch was mit den Füßen zu tun. Ja? Das heißt, wir wollen jetzt verschiedene Fangsachen, einhändig, beidhändig, auch mit Standtricks, Ballannahme, Lenken, Sohlenwenden und so weiter, mal alles so ein bisschen verschachteln, ohne jetzt heute wirklich auf die im Detail auf die Grundtechniken einzugehen. Die Grundtechniken bauen wir dann immer wie im Baukasten immer wieder mit dazu. Ganz einfach, steckt euch ein Viereck ab und was wir noch brauchen, ist heute ein großer Ball und im Idealfall ein kleiner Ball. Das kann ein Ball jeglicher Größe sein. Das kann ein Tischtennisball ist vielleicht zu klein, aber es kann ein Tennisball sein, es kann so ein Ball sein, es kann auch einfach ein zweiter Ball sein. Es kann auch, wenn man gar nichts anderes hat, kann es auch einfach eine Klopapierrolle sein, eine volle. Ja, die ist auch schön knautschig und erfüllt ihren Zweck. Sie darf halt bloß noch nicht offen sein. Also sie muss noch zugeklebt sein, sonst flattert das alles durcheinander. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Es kann auch irgendwie ein Teddybär sein oder irgendwas, was man halt gut fangen und knautschen kann. Okay? Gut, dann würde ich sagen, wir fangen gleich mal an. Und zwar, es geht um Folgendes. Den kleinen Ball hast du in der Hand. Den großen Ball hast du am Fuß, ja, und es geht immer folgendermaßen, wir gehen in das Viereck, du spielst mich auf den linken Fuß an, spiel mal her, ich spiele mit links zurück und muss rechts fangen, den kleinen. Easy. Bloß Tempo ein bisschen verschärfen und wir fangen einfach an, so 5-6 Durchgänge, okay? So, ist auch für unseren Trainingspartner nicht allzu einfach. Und gleich werfen, hopp, und gleich wieder, hopp, hopp, und nächster, hopp. Hopp, ganz ruhig, ein bisschen fester spielen und komm, hopp, hopp, genau, alles ein bisschen schneller, ein bisschen fester, hopp, hopp, je nachdem, wie ihr zu Hause drauf seid, könnt ihr schon loslegen. Ja, der Trainingspartner muss aufpassen, der Trainingspartner pennt noch ein bisschen, und was war das? So, jetzt nochmal, hopp, hopp, gut, schlecht von mir, gut von dir, hopp, hopp, gut, und letzter so, alles klar, stopp, wechsel, rechter Fuß, linke Hand. Okay? Genau. Also spielen, Hand. Spielen, Hand. Spielen, Hand. Spielen, Hand. Spielen, Hand. Und spielen und die Hand. Genau. Soweit, so gut. Okay? Gut. Jetzt läuft das Ganze folgendes. Ich kriege den Pass von dir. Okay? Muss den Ball erstmal lenken. Den Ball habe ich noch nicht. Spielen wir den Ball mal zu. Also Ball lenken, dann Sohlenwende, ziehen, Fußwechsel, Entschuldigung, ziehen, Fußwechsel zurück. Jetzt warte ich hier, krieg den Ball zugeworfen und jetzt mit dem Ball in der rechten Hand ziehen, vorlegen, ziehen, zurück, spielen, Ball fallen lassen, flacher Ball zurückgeschossen. Schwierig, geht schon ganz schön los. Ne? Ja, also geht los mit ziehen, hopp, ziehen, Fußwechsel. Werfen, hopp, ziehen, eins, ziehen, zurück. Spielen, rückwärts fallen lassen, spielen, aufnehmen. Gecheckt? Ja. Okay, nächster. Okay, und spielen, lenken. Ziehen, Fußwechsel, aufhalten, rechte Hand, ziehen, vorlegen, ziehen, zurück, spielen, weglegen, hopp und ablegen. Genau. Nochmal das Ganze, wir können es auch auf die andere Seite spielen. Ja? Also spielen, lenken, ziehen, Fußwechsel, linke Hand, ziehen, vorlegen, ziehen, zurück, spielen und wir werfen den Ball zurück. Werfen. Hopp, fangen, halten. Okay, nächster. Und auf geht's. Hopp, lenken, ziehen, Fußwechsel, spielen,
Linke Hand spielen. Ach, Spann, den hätte ich behalten sollen. Gell? Ja. Entschuldige. Entschuldigung. Also nochmal spielen, nochmal her. Also hopp, lenken, ziehen, Fußwechsel, aufhalten. Hopp, Füße wechseln, ziehen, vorlegen, ziehen, zurück, spielen, weglegen und fangen und sichern. Okay, gut. Und nächster nochmal. Moment. Herzer, hopp, eins, hopp, aufhalten, werfen und Fußwechsel, hopp, spielen, weg und jawohl. Und sicher. Gut, nächste Aufgabe ist jetzt im Prinzip nur für die Hände, okay? Das heißt, wir nehmen mal den kleinen Ball in die Hand oder die Rolle, das geht mit der Klopapierrolle auch oder es geht mit dem Tennisball auch. Rechte Hand nehmen, du wirfst den Ball, ich gehe hier in die Mitte, in so eine kleine Position, so ein bisschen in den Knien, ein bisschen wippen und du wirfst jetzt zu mir, okay? Ich spiele den Ball mit dem Ball zurück, nehme ihn in die andere und jetzt wirfst du wieder und ich so und schnell. Genau, du musst eigentlich nur werfen und ich muss immer die Hände tauschen, okay? Hopp, 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 hopp. So, stopp. Dann tauschen wir die Bälle oder die Klorolle. Ja? Und ich versuche das ganze Gefühl zurückzubringen. Achtung jetzt. Das ist riesig groß und hat mehr Gewicht als das da, als der Ball. Ja? Bei einem leichteren Ball nicht zurückdonnern, sondern eher abtropfen lassen. Okay? So, also werfen. Hopp. Eins, zwei. Und versucht den immer genau gerade zurückzubringen zu eurem Partner. Ja? Zap, zap, zap und zap. Wir könnten auch auftippen, hoppla, also auftippen, dann wirst du und schnell wieder auftippen und schneller und auf uns. Hopp. Das heißt, wir haben immer den Blick weg von der Aktion, weg vom Ball und sind nur am Gucken. Hopp. Hand, Auge, mega beansprucht. Hopp. Genau. Was wir auch machen können, jetzt ein bisschen ins Torwart-spezifischer rein. Wir gehen immer aus der Mitte, einen Sidestep, rechts rum, außen rum vorbei, zurück, zurückstuppen und dann das Ganze links weg und wieder zurückkommen. Ja? Immer so 5-6 Stück, dann sind wir ganz gut dabei. So, also schaut so aus. Hopp, 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 stuppen, hopp, 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 stuppen, hopp, hopp, hopp. So schnell ihr könnt die Füße, hopp, hopp, und zwei noch, hopp, gut, und letzter, hopp, okay, genau, alles klar. Was auch geht mit dem kleinen Ball ist, wir nehmen mal den großen Ball weg, jetzt geht es natürlich nur, wenn wir einen Ball haben, okay, wenn wir nur eine Klorolle haben, nehmen wir lieber den großen Ball, sonst würde ich sagen, wir starten mal mit dem kleinen Ball, das heißt, legt den Ball mal auf den Boden, ja, wir kriegen ein Anspiel, ich stoppe den Ball nach vorne, so, und wir machen unsere Standrekombination, ziehen, vorlegen, viermal. Den Ball nimmst du in die Hand und wir haben ziehen, vorlegen, ziehen, vorlegen, ziehen, vorlegen, ziehen, vorlegen, spielen, rückwärts, stehen, werfen, zurückwerfen. Und jetzt den kleinen Ball, den großen Ball hinlegen und auf die Seite spielen. Also genau. Also, hopp, einmal, zweimal, fertig. Okay? Nächste Runde. Und los geht's. Hopp, stoppen, ziehen, vorlegen, ziehen, vorlegen, ziehen, vorlegen, ziehen, vorlegen. Spielen, stehen, fangen, hopp, rausrollen von mir aus. Und durch die rechte Seite. Okay, zwei Bänder. Ich habe auch beide gehalten. Ja. Gut. Zeig, wie sauber es war. Genau. Ich mache es mal andersrum für die Linksfüßer. Also, und los geht's. Hopp. Nach vorne stoppen. Ziehen, vorlegen. Ziehen, vorlegen. Ziehen, vorlegen. Ziehen, vorlegen. Spielen. Nach Hause. Hopp. Gut. Rausrollen. Und einmal für die Linksfüßer. Okay. Kombination.
könnte sein, stoppen, ziehen, vorlegen, hoppala, seht ihr schon, ein klein bisschen schwieriger, ziehen, vorlegen, Schuss finden, spielen, flacher Ball zum Aufnehmen, hopp, aufstehen und halb hoher Ball zurück auf die rechte Seite. Alles klar? Gut. Nochmal von vorne. Ja. Also, spielen. Hopp, stoppen. Ziehen, vorlegen. Schuss finden. Spielen. Flacher Ball. Hopp. Eins, zwei. Ablegen. So, gerade kommen. Rechtes Knie nach vorne. Und runter. Okay? Alles klar. Gut. Dann haben wir eine letzte Aufgabe. Und zwar, gib mir mal den Ball, den kleinen Ball. Den nimmst du. Rechte Hand nimmt den Ball. Du wirfst mir den Ball zu. Den tippe ich über den Boden. Hopp, fang ihn auf, spiel ihn zurück, wechsel nächste Hand. Hopp. Nächster. Das kann dann alles ein bisschen schneller sein. Viermal, jede Seite zweimal. Dann schmeiße ich den Ball zurück. Gehe einmal hier hinten durch. Also so rum. Krieg den Ball zum Fangen. Gehe dann wieder so rum, wie wir es vorgemacht haben. Mhm. Seitlich durch, komm hinten raus vorbei. Und krieg von dir einen Ball seitlich halb hoch zum Beispiel. Hier rauskommend. Okay? Letzte Aufgabe. Rechte Hand, linke Seite. Eins, hopp, und schneller. Eins, hopp, zwei, hopp, drei, hopp. Den lasse ich jetzt weg, alles klar. Komm hinten durch, komm über die Seite rein, fangen, geh über die Seite raus, komm hinten raus und jawohl, krieg den Ball aber bitte nicht durch die Scheibe. Nochmal. Kim? Also, genau, also ihr Name Mütchen. Ja. Genau, näher ans Hütchen. Ja. Nochmal das Ganze. Also, rechte Hand und los geht's. Hopp, eins. Hopp, zwei. Hopp, drei. Hopp, vier. Okay. Hinten raus, über die Seite rein, Sidestep. Hopp, seitlich raus. Von hinten rein und zur Seite. Okay? Gut. Alles klar. Wunderbar. Das waren jetzt 6 Übungen in einem Viereck. Ich wette, ihr kriegt bestimmt noch ganz, ganz viele andere Übungen hin. Von daher lasst uns wissen, was ihr euch überlegt habt. Es können verschiedene Farben sein, es können verschiedene Aufgaben mit dem Fuß sein. Es können verschiedene Aufgaben mit der Hand sein. Kleiner Ball, großer Ball, hochfangen, flachfangen, eine Hand fangen, beide Hände fangen. Koordinationstraining, wie es sein sollte, komplex, aber immer mit dem Background Fußballspielen mit dazu. In unserer Position Torwart sein, auch mit dazu. Probiert es aus, habt ganz viel Spaß und schickt uns was zurück, zum Beispiel per Mail oder Instagram oder Facebook, da könnt ihr uns verlinken. Mit MFS-Fußballtraining. Genau, da sind wir ganz, ganz schön gespannt, was wir da von euch zurückbekommen diese Woche. Letzte Woche war schon ein Haufen und wir sind gespannt, was diese Woche zurückkommt. Ja? Macht gut dabei, bleibt mit unserem Ball, bleibt zu Hause, bleibt gesund. Du auch. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.